Hallo, euer Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem Rostekanal und zu einem weiteren Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen The Mutated Reality. Ich bin wieder von Itch.io und ich bin dafür ein Haunted Summer Jam oder sowas. PS1 Summer Jam. Mal wieder ein Pixel-Game. Und in Erinnerung an Retro PlayStation-Zeiten, an die, wo damals rausgekommen sind, als allererstes, die ich natürlich auch noch etliche besitze. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde. Was würde ich ohne euch tun? Wir gehen mal in die Settings. Fullscreen, Hammer, 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 Hammer. Limit Rate Rate. Sensitive 5. Happy. Lassen wir mal. Und dann New Game. Ich bin ja mal gespannt, um was es hier geht. The Mutated Reality. Oh, I love it, I love it. Pixel Style. Oh, great. Oh, great. Oh, sieht auch cool aus. Nice. Ah, so kann man crouchen. Ah, der Rösti hat schon drauf. Place is a message and part of a system of messages. Pay attention to it. Hier kann ich nicht hoch. Ich kann weder links noch rechts. Was ist für Geräusche? Hier komme ich aber auch nicht lang. Was nun? Was soll ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, Leute? Was kann ich tun? Kann die Felsbrocken wegmachen. Nice. Ich hab doch gerade gedacht, da geht's doch irgendwie. Aber was jetzt? Was mache ich mit den Felsen? Was soll ich jetzt tun? Da hoch? Moment. Ich mach das mal hier hin. Und mach das mal hier hin. Ist ein bisschen verbauen hier. Der Brückenbauer. Sagst? Hallo? Hallo? Geräusch im Wald? Kann ich die Axt nehmen? Sending this message was important to us.
considered ourselves to be a powerful culture. Really? Komm wieder. Und jetzt stehe ich wieder hier. Und bin genauso schlau wie vorhin. Ich kann nicht durch das Grün. Timber! Nice. Die Axt kann ich nicht nehmen. Oh, Rusty. Oh, I will genau laufen hier. Interesting. Total überfordert, Leute. Eine weitere Message. This place is not a place of honor. No highly esteemed deed is commemorated here. Oh, sorry, my English is so bad and I don't understand it. Wir haben hier wieder zwei Hölzer. Eine Brücke bauen. Als ob er das jetzt tragen könnte. Really? Moment mal, Leute. Man muss das hier. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Eine Brücke bauen. Müsste passen, oder? Könnte passen. Wow, great. Das finde ich cool, dass man hier gewisse Quests auch noch machen muss. Wie eben Brücken bauen und sich einen Weg suchen. Interessant, interessant. Nothing valued is here. Diese Geräusche, Leute. Könnt ihr wieder Kisten nehmen? Kisten. Wir können ja Kisten verschieben. Was ist das für Geräusche? Leute? Aber er lässt mich hier immer noch nicht durch. Das heißt, wir müssen das hier alles. Rausbringen. Irgendwie. Oder auch nicht. Ah, nice. Wir müssen das erstmal hier wegmachen, aus dem Weg schaffen.
damit wir die Kisten hier rauskriegen. Great. Und jetzt können wir das hier alles eine nach dem anderen. Echt cool gemacht. Nice. Alles hier absetzen. Alles hier wegmachen. Einmal auf die Seite räumen hier. Platz kriegen hier zum rauskommen. Ah, wirklich cool. Die Idee finde ich cool. Einmal den Platz haben hier. Und jetzt noch die große Kiste. Und dann werden wir wahrscheinlich da durchkommen. Hoffe ich doch. Diese Geräusche, was ist das? Das kann nicht von dieser Welt sein. Nein, nein. Nein, nein, Rossi. Das ist nicht von hier. Das ist ganz böse. Ganz böse. Jetzt kommen wir da durch. Ich habe gedacht, wie kommt ihr durch die Tür? Natürlich. Das ist natürlich jetzt kacke, ne? Das ist natürlich jetzt kacke, so wollte ich das aber nicht. Jetzt fliegt man noch die Kiste runter. Ja, ist es denn die Möglichkeit, Rossi, du Hohlbirne? Oh, jetzt. Rusti. Was machst du denn? Ich hab gedacht, wir kommen hier durch. Ich hoffe, ich komme jetzt. Komm jetzt hier drüber. Also, ihr kennt meine Baufähigkeiten, die ja, weil wir da sehr gut sind. Aha, wir brauchen also Nummer 1. Wir brauchen also die große Kiste, um uns hier ein Sprungbrett zu bauen. Nur, irgendwie habe ich es jetzt verkackt. Irgendwie hat es der Rosti jetzt verkackt. Weil ich kriege jetzt meine Kiste nicht mehr da hoch. Scheiße! Und ich krieg sie nicht mehr hochgezogen. Really? Ich krieg sie nicht mehr hoch. Oh, come on. Noch ein Stückchen. Nein. Oh, ich hab's fast. Nein. Mist. Vielleicht, wenn ich sie so hoch drücke. Oh ja, fast. Fast, 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 Leute. Fast. Fast habe ich sie wieder oben. Ah! Noch ein Stückchen. Nein, 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 nein. Jetzt ist es da hinten, oder was? Oh no. Really? Ich krieg doch hier die Vollmeise. Aber wenn ich es gleich von Anfang an richtig gemacht hätte. Aber ich habe halt gedacht, wir müssen hier durch die Tür. Wisst ihr, Leute? Ich war voll der Meinung, wir müssen hier durch die Tür. Jetzt machen wir das noch hier. Ich muss halt irgendwie diese blöde Kiste wieder da hochkriegen. So, das wäre geschafft.
Ja, gelacht, wenn der Russe hier nicht. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch eine andere Kiste. Die kleine. Brauche noch die kleine. Die kleine irgendwie da drauf machen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Ist nicht sein Ernst. Ich bin hier Bob der Baumeister so langsam, glaube ich. Es langt immer noch nicht. Es fehlt uns immer noch eine Kiste. Also langsam, so langsam, rutscht die böse. Wo ist sie jetzt? Also diese Steuerung, Leute. Oh, critical. Jetzt sind mir alle Kisten wieder runtergeflogen. Das darf doch nicht wahr sein. Allen Ernstes jetzt. Real Talk. Hier, auf die komme ich ja drauf. Oh, komm hoch. Blöde Kiste. Ich sehe ja, ich schau mal, wie sie wegspringt. Das ist doch nicht normal, Leute. So, Nummer uno. Jetzt kommen wieder diese Geräusche im Wald. Jetzt fällt mir die blöde Kiste wieder runter. Nein, 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 nein. Ich hab mich nicht losgelassen. Leute, so langsam ist nicht mehr fair. So langsam finde ich es nicht mehr fair, was das Spiel hier mit mir macht. Andauernd fliegen mir diese blöden Kisten wieder runter. Wisst ihr? Und ich baue ja schon eigentlich ziemlich gut. Finde ich zumindest mal. Also wenn es jetzt funktioniert. Ist zwar eine wackelige Konstruktion. Ich habe hier nur so ein kleines Ding zum Vorspringen. Oh, Leute. Na, oh, Rosti, bleib auf. Bleib auf. Und jetzt ist die falsche Richtung. Really? Ich muss in die Richtung. Ich muss in die. Ich muss in die Richtung. Ich muss in die Richtung.
Leute, was willst du da noch sagen? Nichts mehr, oder? Da fällt ja nichts mehr dazu ein. Könnte ein bisschen längeres Video geben. Was nicht meine Absicht war. Was nicht meine Absicht war. Aber wenn man halt nicht weiß, in welche Richtung man bauen soll, und dass es nur einen Weg gibt, dann ist natürlich scheiße, ne? Jetzt sind wir wieder bei... Wo sind die Kisten hin? Wo sind jetzt die Kisten hingeflogen? Leute, die Kisten sind weg. Also, ich muss euch sagen, eins sagen. Das Spiel ist ja ganz nice. Also really nice. Aber dieses Gebaue und Gemache und Getue, nur um jetzt rauszufinden, wie oder was, und jetzt fehlen mir zwei Kisten. Wo kriege ich jetzt diese zwei ominösen zwei Kisten her? Die sind einfach lost. Und dass halt immer die Kisten wieder runterfallen und so schwer zu handeln sind, da vergeht ja halt irgendwann auch mal die Lust am Bauen. Oder? Würde ich sagen. Und jetzt ist meine Kiste weg. Weg, weg, einfach verschwunden. Im Nirgendwo, im Nirvana verschwunden. Und ohne eine kleine Kiste komme ich nicht hoch. Und die anderen sind zu schwer, um sie hochzutragen. Seht ihr, ich krieg die anderen nicht hoch. Das ist ein Bug. Die Kisten sind weg. Mir fehlen definitiv zwei Kisten. Und jetzt bin ich halt am Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Ganz einfach. Ohne Kiste. Kein Fun. Mir sind die Kisten ausgegangen. Und die kann ich nicht aufeinander stapeln. Ganz einfach. Made you look? Haha. Go Team. What? Ein Secret? Ein Secret, Leute. Ich habe ein Secret gefunden. Aha. Ich habe really ein Secret gefunden. Ich habe jetzt echt gedacht, ich kann hier verarschen und komme hier vielleicht durch. Aber keine Chance. Keine Chance hier. Moment, wenn ich das vielleicht so mache. Und so mache. Ich krieg's nicht höher, wisst ihr? Das ist das ganze Problem. Keine Chance, hier hochzukommen. Keine Chance. Sch
Schade. Schade eigentlich. Ah, Mann. Das ist so Twisted Reality. Und da hinten haben wir ja nichts mehr, was ich vielleicht benutzen könnte. Keine Ahnung. Tja, schade, schade, schade. Mir fehlt halt eine Box und... Und jetzt bin ich sowieso am Arsch. Ja, Freunde. Es tut mir jetzt echt leid. Wir quitten mal, vielleicht kommen wir ins Menü. Ich hätte gern noch da weitergemacht. Aber ihr könnt sich gern selber runterladen, weil jetzt nochmal alles von vorne machen. Nur weil die eine Box verschwunden ist oder die zwei kleinen Boxen, die ich ja unbedingt brauche. Es ist sehr, sehr kompliziert und schwierig mit dem Kisten aufstellen. Weil auf einmal poppen sie wieder weg und fliegen in die Gegend rum. Aber ein interessantes Spiel, The Mutated Reality. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rossi-Kanal. Bitte bewertet auch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken, press the Head-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, übertreibt es nicht und bleibt vor allem gesund. Wir sagen tschö mit Ö und Finger die Rotz. Euer SM-Teddy, Dominion, der Rest, Raffelbande und der Rossi natürlich, der alte Mann. Thank you, goodbye. Goodbye, good night. See you next.